Hallöchen, herzlich willkommen hier bei Game Story und zu einer weiteren Folge der Geschichte der Videospiele im Jahre 1978. Ja, letzte Folge haben wir ja mit 78 angefangen. Und dann würde ich sagen, wir machen heute genau da weiter. Allerdings muss ich einen kleinen Nachtrag einreichen, denn ich habe tatsächlich ein Spiel übersprungen. Das geht natürlich gar nicht, vor allem wenn es spielbar ist. Das können wir uns nicht leisten. Ja, es gibt nicht so viele Spiele. Deshalb ist Nummer 1571 eins, das eigentlich schon früher kommen sollte, aber ist ja wurscht. Dann machen wir es eben jetzt. Und das ist lustigerweise ein Spiel, das ich auch selber spielen kann. Das ist gleich doppelt bitter, dass mir das entglitten ist. Aber keine Sorge, ich habe es da und wir können es spielen. Upsi. So. Pieps. Ich glaube, das wird ein bisschen laut werden. Ich habe aber, glaube ich, hier nicht die Möglichkeit. Das muss ich woanders machen. Das muss ich bei. Das muss ich direkt bei Ding machen. Ist ein bisschen blöd. Das wird schon hinhauen. Aktuell zumindest. Auf jeden Fall haben wir hier Apple Derby. Das ist ein Pferdewettspiel. Bis zu 10 Spieler können an dem Spiel teilnehmen und jeder beginnt mit $200. Es gibt 5 Pferde mit unterschiedlichen Quoten, auf die gewettet werden kann. Für jedes Rennen wählt jeder Spieler ein Pferd aus, auf das er setzt und gibt den Geldbetrag ein, den er ausgeben möchte. Sobald alle Wetten abgeschlossen sind, beginnt das Rennen und die Spieler können es aus der Perspektive von oben nach unten verfolgen. Ein Spiel kann bis zu 10 Rennen beinhalten und der Spieler mit dem meisten Geld gewinnt. Ein Spieler, der sein gesamtes Geld verliert, scheidet aus dem Spiel aus und das Spiel endet vorzeitig, wenn nur noch ein Spieler Geld übrig hat. Ja, es benötigt wenigstens oder mindestens 2. Also wenn jemand da sein sollte, und ich sehe, es sind 2 Leute da, diejenigen können sich angesprochen fühlen, sonst muss ich halt einen Fake-Typ mitlaufen lassen. The total money available to each is $200. Oh, da ist ja Kitty, da ist einer der Angesprochenen. Hallöchen, Kitty. Hast du Lust auf Pferderennen? You can have up to 10 races in a game. When there is only one player with money, the game is over. Any bet beyond the amount in the bank will be blah blah blah, okay? Ja, da, es gibt 5 Pferde. Es gibt Rot, Blau, Orange, Grün und Pink. Rot ist immer der Favorit mit 2-1, Blaue 3-1. Ja, mach einfach weiter, ist okay. Das ist sehr schön, Kitty, dass du dabei bist. Dann kann ich ja für 2 Spieler eingeben. Wir machen mal 5 Rennen. Gamestorian. Und Kitty. Oh, verdammt. Es gibt die Löschentaste. Ist manchmal bei Apple 2 merkwürdig. Ja, genau. Es wird immer schlimmer. Gibt es eigentlich eine Löschtaste? Also eigentlich ist es ja einfach die Backspace, aber irgendwie da nicht. Also. Okay, Kitty heißt Kids. Okay. Achso, jetzt hat er einen Stop reingehauen. Wahrscheinlich, weil Kittys Name zu komisch ist. Ich verstehe schon. Müssen wir halt nochmal neu starten, ist ja kein Problem. Manchmal ist die Tastatur Englisch, manchmal ist sie Deutsch. Jetzt ist sie wieder Englisch, das heißt, das Y ist umgekehrt und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt 2 Spieler. 5 Races. Gut, dass ich kein Y in meinem Namen habe. So, jetzt aber. Kitty. So, jetzt aber. So. Ich darf zuerst. Was will niemand denn? Ich gehe auf Blau. Blue. $200 habe ich übrig. Wir wetten mal 20. So, Kitty, welches Pferd willst du? Rot, Red, Blue, Grün oder Pink? Wow. Okay. Na gut, warum nicht? Wenn's klappen würde, dann bist du gleich reich und wenn nicht, dann nicht. Au!
ich wusste, warum es, warum ich erst, ich glaube, ich lege mal hier mal schnell den Zahn runter. Ja, wie man sieht, ist es leider nicht so Echtzeit, wie man sich das wünschen würde. Wow. Okay. Pink legt aber gleich mal richtig los hier, sehe ich gerade. Es sieht ein bisschen rundenbasiert aus, muss man fast sagen. Ah, heilige Scheiße, warum ist denn Pink jetzt... Okay. Du wirst mich doch jetzt verarschen, oder? Jetzt lass nach, komm, komm, komm! Überhol ihn noch! Nein! Ja, komm! Blau! Los, los! Nein, du musst mehr machen! Ist das euer Ernst? Was zur Hölle ist gerade passiert? Was? Ist das euer Scheißernst jetzt? Pink gewinnt einfach mal. Ja, nee, ist klar. Na gut. Ich sehe schon. Blau ist wenigstens Zweiter geworden. Ich glaube jetzt an. Ich glaube an die Bestquote. Da muss ich jetzt aber 2-1. Da muss ich jetzt ein bisschen mehr wetten. Ne? Ich mach mal 50. Die muss jetzt gerade reich sein eigentlich. Man sieht es erst danach. Ab R20 bei einer 25 bei einer 20-1-Quote dürften 450 sein. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist ja unglaublich. Dass natürlich gleich zum Anfang das höchst quotierte Pferd gewinnt. Grimm. Nein, nein, nein. Nein, was? Nein. Was, warum geht GE? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch. Grimm? Oh nö, ist jetzt hinüber. Ja, was hat er denn jetzt genommen, wenn ich GE genommen habe? Also ich habe jetzt einfach nur. Ich habe jetzt nur mal potenzieller $5 gewettet, aber ich glaube nicht, dass er jetzt auf Grün gewettet hat. Bin jetzt. Warum geht. Die löscht das hier nicht? Das ist so verpasst. Das ist so komisch. Alter, ist es eigentlich irgendwie immer so, dass einer. Ah, na, oh, Rot kommt stark. Aber ist es immer so, dass einer irgendwie immer weit vorne ist von denen? Ja, Rot hat. Ja, wuff, das geht hin und her. Aber. Hör auf, immer über Rot zu laufen. Immer schön auf der Innenbahn bleiben. Ja, so ist gut. Orange. Na. Die Kurve hätte es besser nehmen können. Oh, jetzt Orange ist abgedrängt. Sehr schön. Wundervoll. Und jetzt lauf, lauf, Rot, lauf. Nee, nicht so wenig. Oh Gott. Los, lauf. Rot? Ist es dein Ernst? Rot? Was? Du bist nicht drüber? Oh Gott. Das war knapp. Was zur Hölle war das gerade? Ah, da, auf jeden Fall war es knapp. Ja gut, bei Kitty hat sowieso keinen Unterschied gemacht, weil Kitty hätte verloren. Aber ja. Okay, besser aufpassen. Okay, jetzt hat Rot gewonnen, jetzt hat Pink gewonnen. Ich gehe nochmal auf Blau. Ich glaube, Blau hat die Möglichkeiten. Ja, ich habe jetzt wieder $80 mehr. Machen wir mal 40. Orange, ja, ich habe mich auch auf Orange eventuell. 88. Ich war mir nicht sicher, ob ich grün oder. Ich dachte auch vielleicht grün, aber. Ja. Blau, bleib auf der Innenbahn. Oh, Pink geht schon wieder ab, ey. Ah, das ist knapp. Das ist sehr knapp.
Alter. Aber Pink scheint schon wieder ziemlich stark zu sein. Naja. Ich glaube, das macht Pink und Rot unter sich, aber wenn man sich das so anschaut. Blau, bleib auf den Bahn. Oh Mann. Oh, oh, Blau. Komm schon. Nein, nein, nein. Blau. Los, nein. Blau, was machst du denn? Du musst laufen. Schon wieder Pink gewonnen. Ist das euer Ernst? Was ist mit, was ist das, was ist hier? Uff, dieses Pink. Was ist los? Was ist mit Blau los? Ich glaube weiterhin an Blau. Blau wird gewinnen. Wir haben jetzt, ist es Rennen 4 oder Rennen 5? Rennen 4 müsste es sein. 100 auf Blau, jetzt komm schon. Alter Blau, was machst du denn? Okay, Blau scheint mir nicht in guter Verfassung zu sein. Dafür war Grün. Was macht Blau denn eigentlich da? Was soll das denn? Geh nicht immer die großen Wege, sondern geh weiter unten lang. Wow, Grün. Boah. Hallöchen, Vincent. Okay. Ich glaube, das wird Grün gewinnen, wenn ich mir das so anschaue. Du wirst es gleich mit eingespannt, Vincent. Du musst... Grün. So ein... Bö. Was soll das? Kann ich eigentlich hier resetten oder so? Ah, ist schon passiert. Danke. So, Vincent, du wirst jetzt gleich mit eingespannt hier. Oh. Jetzt machen wir nur drei Rennen. Drei müssen reichen. Achso, drei Spieler, genau. Und drei Rennen. Perfekt. Game Storian. Teddy. Und Oid F4. So. Ich glaube an Grün. Und wette 50 auf Grün. Ja, Kitty natürlich wieder auf Pink. Diesmal gewinnt Pink nicht. Dafür sorge ich. Ja, wenn du das schon gut, jetzt musst du mir nur noch sagen, wie viel von deinen $200 du einsetzen willst. Du hast $200. Mehr ist nicht drin. 100. Gut. Oh, doch, niemals. Jetzt ist schon zu spät. Okay, ich bin schon mal ganz weit raus. Grün sabotiert wenigstens Pink, damit Pink nicht gewinnt. Los, lauf! Was ist denn mit Grün los? Okay, Grün scheint nicht okay zu sein. Rot ist einfach stehen geblieben, hat keinen Bock mehr.
Meine Güte, da habe ich einmal mal nicht an Blau geglaubt. Und natürlich gewinnt dann Blau. Was soll das denn? Schrecklich. Ich gehe auf Orange, komm schon. Orange muss es jetzt richten. 50 auf Orange. Kitty nimmt Grün. 50. Und nochmal Red auf 100. Los, Orange, was machst du denn? Warum gehst du denn noch weiter nach rechts? Du sollst um die Ecke gehen. Ja, genau so. Alter. Lass dich doch nicht so überholen. Ja, genau so. Pink, geh weg. Und Rot, verpiss dich. Oh Gott. Ah, Orange lässt nach. Orange, geh doch nicht so eine weite Kurve. Geh weiter rüber. Oh mein Gott. Das kann doch nicht sein. Okay, ich setze alles auf Pink. 100 auf Pink. Los jetzt. Ja, du müsstest wieder 200 haben. Blue 50. Er bleibt aber bei Grün. Nee, du hast 300. Er nimmt 300. Ah, toll, Pink hat ja schon einen wunderbaren Start. Das wird jetzt schon ein Problem. Ich glaube, Pink wird keine Rolle spielen in dem Spiel. Ja, das gewinnt Blau. Ja. Da scheint an. Kitty hat quasi genauso viel Geld wie vorher und ich und Vincent sind pleite. Wunderschön. Oh, der Mike kommt auch noch. Ja, können wir noch eins machen mit vier Spielern. Das wird immer besser. Okay, dann machen wir noch eine Runde.
Hallöchen, Chiroxi! Nee, was heißt das? Was soll das, was heißt, was soll das heißen, Mike? Nee. Spiele CK3, na und? Okay, Chiroxi, möchtest du eine Runde mitspielen? Im Prinzip musst du nur sagen, welches Pferd, auf welches Pferd du setzen willst und wie viel Geld von deinen $200, die du hast. Mehr ist es nicht. Okay, lass mich mal kurz überlegen. Vier Spieler. Ich glaube, wir bleiben bei drei Rennen, sonst wird noch zu lange werden. Game Storien. Kitty. Oid. F4 und das mache ich alles, Shiroxi. Wenn du sagst Rosa und 100, also es gibt Pink. Aber ich denke mal, es passt. Und Shiroxi. Ja, passt. Das ist eindeutig Rosa und nicht Pink. Laut Apple ist es aber trotzdem Pink. Okay, lass mich kurz überlegen. Eigentlich muss jeder ein anderes nehmen, aber es ist ja genauso gut erlaubt, dass man gleiche nimmt. Also ist das in Ordnung? Apple sieht das anders. Apple sagt nein. Ich gehe auf Blau und sage $50. Grün 150. Werden heute nur Spiele von 1978 gespielt oder wie läuft das Projekt? Das Projekt läuft tatsächlich so, dass ich so ziemlich alles, was irgendwie möglich ist an Spielen aus den Jahren, spiele oder zumindest bildlich zeige oder eben nur textlich, wie es halt, ob es spielbar ist oder nicht. Und das habe ich von 19. Wann hat es angefangen? 19. Wann war das erste? 1940, glaube ich. Und 1977 habe ich vor zwei Parts beendet und jetzt sind wir gerade im Anfang von 1977, 78, Entschuldigung. Okay, und Pink. Für 100. Dann mal los. Ganz interessant, ich mache sowas auch und spiele alles seit 1988. Bin nur bei 93, konzentriere mich aber nur auf RPGs, Adventures, Plattformers und Strategie. Ganz interessant, dass auch jemand anders die Gaming-Geschichte erlebt und zeigen will. Ah, das ist natürlich interessant. Dann freut mich das natürlich, dass es noch jemanden gibt, der sowas macht, wenn das auch ein bisschen eingeschränkter ist. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich kommen werde mit diesem Projekt, weil, seien wir mal ehrlich, das ist ein Projekt, das ich nicht beenden werden kann. Und ich bin froh, dass ich, wenn ich überhaupt in die 90er reinkommen würde, aber das wird wahrscheinlich allein schon schwierig. Wenn ich mir überlege, wie viel da jetzt schon mit dranhängt im Jahr 1978. Aber ich muss natürlich jetzt die Anfangsfragen stellen. Was denn dein erste Konsole oder PC war, kann ja beides gewesen sein. Und welches erstes Spiel du hattest? Oh, das sieht nach. Oh! Orange wird gewinnen. Ja. Das heißt, keiner hat gewonnen. Uff. Also wir sind jetzt zu viert. Und es gibt fünf Pferde und das Einzige, was nicht gewonnen hat, das Einzige, was gewinnt ist, wo wir alle nicht drauf gewettet haben, ist klar. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Das war eine 20-prozentige Chance und keiner gewinnt. Ach, herrlich. Was nehme ich denn jetzt? Erste Konsole SNES habe ich 1993 bekommen, erstes Game Super Mario World. Dann sind wir schon zu zweit, denn bei mir war es genau dasselbe. Bei mir war es der SNES und Super Mario World. Der erste PC war Windows 95. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war bei mir auch 95. Ich glaube, es war 95 tatsächlich. Wobei, das war damals noch ein Arbeits-PC, also nicht wirklich zum Spielen geeignet oder so.
Was nehme ich denn jetzt? Ich glaube an Blau. Das sage ich zwar immer und es verliert dann, aber komm schon. 50 auf Blau. Kitty versucht's mit Pink und 25. Nein, Scheiße! Ah! Ich kann diese blöde Ding nicht löschen. Es muss doch eine Taste geben zum Löschen. Ach Mann, oh, ist das jetzt dein Ernst? Warum funktioniert die Löschtaste immer überall, aber da nicht? Warte mal, es muss doch eine Löschtaste geben. Was ist die Löschtaste? Escape, Space, Return. Ist Wrapped Event? Nee, Reset ist es auch nicht. Ist Wrapped eventuell? Aber Wrapped heißt eher Repeat. Gibt es denn keine Löschtaste? Ist das euer Ernst? Es muss doch eine Löschtaste geben. Nee, ist nicht dabei. Es gibt Space, Return, Wrapped, Left Shift, Right Shift, Control und Reset. Ich versuch's mal mit der Wrapped. Das ist die. Das ist die da. Das geht natürlich wieder nicht. Nee. Na, das ist nicht gut. Es muss doch eine Löschentaste geben. Ist das euer Ernst? Weil ich irgendwie. Nee, kann ich nicht drauf drücken. Es muss doch eine Löschentaste geben. Reset ist es mit Sicherheit nicht, weil das würde mich ja dann rausschmeißen wahrscheinlich. Space. Ich leg's einfach mal drauf an. Nein! Es war doch so klar! Ach, fuck nochmal! Ja, jetzt ist alles am Arsch. Ah! Na komm, aber wir müssen das jetzt schon noch durchziehen. Es dauert jetzt zwar nochmal kurz, bis das dann durch ist, aber. Nein, das ist. Resetten! Ich hasse diese alten Dinger, ey. Ganz ehrlich. So. Play. Müssen wir erstmal. Ach, die Kassette ist aber schon so weit. Ist das jetzt dein Ernst? Okay, warte, wir müssen das nochmal komplett neu machen. Das hilft nichts. Hard Reset. Ach, diese alten Dinger, ey. Man muss sie einfach lieben. Ich antworte gleich Chiroxy, wenn ich hier mal die Kassette zum Laufen gebracht habe. So, jetzt dauert es nur noch kurz. Also, mein Lieblingsgenre. Alles machst du kaputt. Ja, ich weiß. Mein Lieblingsgenre. Eigentlich habe ich tatsächlich kein Lieblingsgenre, deshalb. Bin ich, glaube ich, auch in der Lage, dieses Projekt so zu machen. Klar habe ich favorisierte Genres. Also ich sag mal, ich mag sehr gerne Aufbaustrategie oder Strategie im Allgemeinen. Ich habe auch schon mal eine Reihe angefangen mit allen möglichen Strategiespielen. Und daraus ist dann eigentlich dieses Projekt entstanden, dass ich alles mit reinnehme. Deshalb kann ich nicht wirklich sagen, dass ich favorisiertes Genre habe. Ich würde einfach sagen, ich habe Spiele gerne, die eine Story haben, eine gute Story vor allen Dingen. Also das geht schon Richtung RPG und Action-RPG und in der Richtung alles drum und dran. Also das mag ich schon sehr gerne. Oder eben Aufbaustrategie, wenn es richtig gut gemacht ist. Ja, das ist eigentlich so, so kann man es, glaube ich, sagen. So. Gleich ist er fertig. Und wie entscheidest du, welche Games du spielst? Gar nicht. Total Bohust. gar nicht, sondern ich habe eine Liste von Mobi, weil finde ich, hat so ziemlich die größte Datenbank, zumindest bei den alten Spielen. Und die Liste arbeite ich quasi ab, die da vorhanden ist. Und die Spiele, die spielbar sind, die spiele ich auch. Und
Ja, die, wo ich halt nicht spielen kann, die kann ich halt nicht spielen. Game FAQ. Das habe ich auch schon gesehen, aber da habe ich mich noch nicht wirklich damit befasst. Ich schaue dann auch immer, weil Mobi ist ja eher in der Richtung, dass sie halt nur amerikanische Sachen drin haben. Und vor allen Dingen japanische und sowas findest du da gar nicht. Deshalb muss ich dann auch noch separat Listen von den einzelnen Konsolen haben, wo dann noch Spiele dabei sind, die dann eventuell nicht dabei sind und so weiter und so fort. Da, ja. Da muss ich mir Game FAQ auch mal angucken, auf jeden Fall. Ich bin schon ein paar Mal über die Seite gestolpert, aber ich habe bisher noch nicht wirklich da reingeguckt. Und schieße dann Doppelungen aus. Dann habe ich eigentlich alles. Okay, muss ich mal gucken. 4. 3. So, jetzt aber. James Dorian. Petit. Oid F4. Und Chirox. Und dann suche ich per Zufallsprinzip ein Game. Ah, okay, per Zufallsprinzip auch nicht schlecht. Ja, ich bin ein Listenmensch. Ich muss einfach alles abarbeiten. So, wen nehmen wir jetzt? Ich glaube ein Blau. Mal wieder. $100 auf Blau. Grün 50. Orange 50. Ork 50. Oh, Rot 150, da geht hier aber fast das Ganze hier, ich sehe schon. Und Grün, DRN 50. Ja, wenn man schnell raus muss, dann gewinnt man meistens. Das habe ich auch schon gemerkt. Ist jetzt wieder der Außenseiter, der gewinnen muss unbedingt. Natürlich habe ich an Blau geglaubt und Blau enttäuscht mich mal wieder. Es ist einfach nicht zu fassen. Es ist einfach nicht zu fassen. Und wenn jetzt zum zweiten Mal hintereinander bei vier Spielern also in dem ersten Rennen derjenige gewinnt, der nicht gewählt wurde. Und danach sieht es gerade wieder ganz mächtig aus. Es ist doch nicht zu, es ist doch nicht zu fassen, oder? Das gibt's doch einfach nicht. Was soll das denn? Ist das euer Scheiß Ernst? Schirks, das ist Apple Derby. Wir werden hier veräppelt. Ganz eindeutig. Wenn ich jetzt, nicht mehr an Blau glaube, dann gewinnt Blau. Ich glaube weiter an Blau. Ich glaube so oft dran, bis es irgendwann gewinnt. Verdammt nochmal. Orange 50. Rot. Nein! Warum sagst du denn rot? Ja, jetzt verlierst du so oder so. So. Blau. Blue. 50. Das Geile wäre jetzt, wenn Rot gewinnt und trotzdem Vincent das Geld bekommt.
seit Moebius ihre Seite neu gemacht hat, finde ich gar nichts mehr. Also ich finde mich da sehr gut zurecht. Man kann ja auch direkt nur das eine Jahr nehmen. Oder ein bestimmtes Jahr oder mehrere Jahre. Los, Blau! Ich glaube an dich! Ja, Pink, hör auf, schon wieder da! Was ist denn hier los? Wie kann ich denn nach dem Jahr suchen? Du gehst auf die... Also wir gehen jetzt mal auf die Main-Seite. Und dann gehst du auf Browse. Das hat schon wieder Pink gewonnen. Es ist ja nicht zu fassen. Gehst auf Browse oben rechts und da nimmst du eigentlich irgendwas. Kannst auch einfach nur Platforms... Nee, Platforms geht gar nicht. Warte mal. Nee, das funktioniert so gar nicht. Lass mich mal kurz überlegen, wie habe ich das denn jetzt hingekriegt? Ah, dann Games. Ach, okay. Ah ja, genau, bei Games. Genau, da kannst du direkt suchen. Kannst auch direkt nach Genres suchen und so weiter. Ja. Ja, jetzt hat schon wieder Pink zweimal hintereinander gewonnen. Also. Es. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich nehme Rot 50. Ach ja, Vincent ist raus. Das ist ja... Jetzt nimmt er Pink für 100 und dann gewinnt er nicht. Nee, Chiroxi, du bist noch da. Du hast noch deine 50 Dollar. Ja, ja. Noch auch mal rot. Nein! Okay, nee, du hast sogar noch 100. Aber rot ist... Ja, ist ja wurscht, wenn du gewinnst. Das ist ja das dritte Rennen. Also das kann man dann noch hochrechnen, wenn es sein müsste. Wir müssen eigentlich die 100 nehmen, weil ist ja eh... Ob dich mal mehr Geld für ein Ticket nach Hause. Ja, man sollte halt nicht mal alles verspielen. Jetzt glaube ich mal wieder einmal nicht an Blau und jetzt gewinnt Blau. Das ist natürlich euer Ernst. Los, Rot! Blau, geh weg! Ja, los, 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 los! Lauf, Rot, lauf! Häng sie alle ab! Oh yeah! Los, 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 los! Nein, Pink! Bleib weg, Pink! Oh Gott! Es ist jetzt... Blau, geh weg! Rot! Ist das jetzt eine Scheiße? Was? Mann, ey! Da glaubt man mal einmal mal wieder nicht an Blau mit deinem Gewinn, Blau. Was ist das für eine Scheiße? Oh nein! Oh, die Geschichte unseres Lebens, alle pleite. Das ist nicht zu fassen, ey. Man wird hier nur veräppelt. Ich weiß gar nicht, was man so sagen soll. Es ist nicht zu fassen. Ah, Gott. So. Genug veräppelt. Nächstes Game. So. Die Bank gewinnt immer. Welche Bank? Hier wurde geschmiert, ganz eindeutig. Nummer 1572. Tschüss, Vincent. Bis irgendwann mal. Nummer 1572. Das nächste Spiel, das ich spielen kann,
direkt über die Launchy-Box. Ach, warte, da muss ich erstmal ein Video dazu machen, denn das ist das erste Mal, dass wir diese Konsole haben. Und wie ihr ja wisst, wenn wir eine neue Konsole haben, wird erst einmal die vorgestellt, ganz wichtigerweise. Und dazu habe ich natürlich wieder ein Video vorbereitet, das dieses Machwerk zeigt. Und es ist der Nachfolger, der Nachfolger, der Nachfolger, der Nachfolger, der Nachfolger, der Nachfolger. Der Nachfolger, der Nachfolger, der Nachfolger, der Nachfolger, der Nachfolger und irgendwie so weiter der allerersten Spielkonsole, die es jemals gab. Ja, ich lade alle meine Videos auf YouTube hoch, Shiroxy. Da sind auch schon alle Parts bis das letzte hochgeladen. Up the Magnavox Odyssey 2 video game system. Actually, they say microprocessor on it, but we'll just refer to it as a video game system or console. One of the first things you notice right away about this thing is how light it is. It's lighter than the Atari 2600 and certainly lighter than the PlayStation 2, the original one. Feels pretty cheap and plasticky, although it does look cool. This is the version of the Odyssey 2 that has the built-in controller wires, which is obviously somewhat unusual. Normally, you would plug in your video game controllers, but these are actually hardwired into the unit. Now it's actually time to take this jumble of wires and actually plug this thing in and see if it works. To be honest with you, I'm not really a fan of the hardwired controllers. This is already kind of a pain in the ass, but nothing I haven't done 1,000 times before. After about 5 minutes, I finally have this untangled from the built-in controllers on the back of the Odyssey 2. This is my classic video game power strip, which to prevent a fire hazard is actually turned in either the Atari. So hope everything about it. Na, das ist nicht so wirklich interessant hier. I used to record all of my classic game footage from the Atari. May sound crazy, but I always like to use a VCR to record my classic game footage. For one thing, it'll take footage. Sega. Always record. Make sure everything's all right. Yeah, have a Nintendo controller. I'm going to be filming after all of these. Push down on it. Alright, here's the moment we've all been waiting for. I'm about to press the power button on the Magnavox Odyssey 2. Hope this works. Select game. You excited about that? Well, I am. Ja, die Magnavox Odyssey 2. Damals noch von Magnavox, später ja dann von Philips, da Philips Magnavox aufgekauft hat. Ist ja, wie wir alle wissen, die allererste Heimkonsole gewesen, 1973. Und nach ein paar Pong-Konsolen haben sie eine erste Cartridge-Konsole auf den Markt gebracht, quasi von der ersten Generation über zur zweiten Generation geswitcht. Einer der vier Firmen, die es geschafft haben, von der ersten auf die zweite Generation der Konsolen rüberzukommen, was nicht wirklich viel ist. Hallöchen, Zenibo! Ja, guten Abend, guten Tag. Und ja, wir spielen jetzt das erste Spiel der Magnavox Odyssey 2. Und das ist Game Capture. Das ist Armored Encounter / Subchase.
Und da gibt es natürlich, wie es so heißt, zwei Spiele sind auf dieser Karte. Und Armored Encounter ist ein Klon von Ataris Combat. Das ist jetzt ganz interessant. Zuerst hat Atari bei Magnavox geklaut und jetzt klaut Magnavox bei Atari. Zwei Spieler steuern Panzer und versuchen sich gegenseitig in einem Zeitlimit von 3 Minuten so oft wie möglich abzuschießen. Jeder Panzer hat 20 Schuss Munition. Die letzten 3 Patronen ändern ihre Farbe, um den Spieler zu warnen, dass die Munition zur Neige geht. Dieses Spiel bietet 12 Varianten, die mit den alphanumerischen Tasten ausgewählt werden können. Und wir fangen jetzt quasi mit Spiel Nummer A an, oder mit 1. Drücken von A spielt über ein offenes Land mit Kanonen. Oh ja. Das war jetzt die Turbo-Taste. Und jetzt komme ich da nicht mehr weg. Was war Schießen gleich nochmal? Ah, da ist Schießen. Natürlich ist das jetzt wahnsinnig aufregend, wenn man alleine spielt. Wir lassen mal die Zeit runterlaufen. Und dann dachte ich, würde es ein Reset geben. Tut's aber nicht. Mhm. Okay, kein Reset. Das war ein Bild. Nein, kein Reset. Okay, dann müssen wir es neu starten. Wunderschön. Okay. Dann das Spiel B. Spielt über hügeliges Gelände. Einfache Balken mit Kanone. Yeah. Der Hügel lässt sich nicht überfahren. Ja, das ist pure Action. Ja. Das ist natürlich blöd, dass man es das jetzt immer wieder neu machen muss hier. Naja. Drücke von C spielt über bergigem Gelände komplexe Barrieren mit Kanone. Oh, jetzt wird es richtig komplex, Leute. Ich habe den guten Salivo eigentlich noch gar nicht gefragt, was denn seine erste Spielkonsole war, sein erstes Spiel, sein erstes eventuell auf PC. Da können wir richtig weit zurückgehen. Bam! Bam! Aber wenn man das mit Atari, dem Atari 2.6 Spiel vergleicht, finde ich das Atari 2.6 tatsächlich ein bisschen besser. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es den Panzer wegschleudert, wenn man ihn trifft. Und somit das Trefferfeedback irgendwie cooler ist, als wenn da einfach da nur ein Pixelhaufen stattfindet. Dann D, offenes Gelände mit Lenkraketen. Oh. Oh. Ah, oh Gott. Okay. Oh. Nein! Die gehen aber sehr weit. Ein heller Wahnsinn. Wow. Können sich die... das haut nicht hin. Was wird dessen, dass es... Ui. Das Spielfeld dafür zu klein ist. Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter vor, weil das andere ist auch D, offenes Gelände mit Lenkraketen, E, einfache Hindernisse mit gelenkten Raketen, F, komplexe Barriere mit gelenkten Raketen.
G drücken spielt über offenes Land mit Minenfeldern. Dargestellt durch X auf dem Bildschirm. Wenn ein Panzer eins davon trifft, erhält der Gegner einen Punkt und Kanonen. Ah, das können wir uns auch mal angucken noch. Das sind sie, die Bösen. Bam! Oh nein. Okay. Spielst du denn immer erst alle Games von einer Konsole von dem Jahr? Nein. Was hat gerade bei Mobi von der Liste her als nächstes dran kommt? Ist der gute Sanibo schon wieder weg? Ah, drücke einfach Bäre mit Minenfeldern. I, komplexe Barriere mit Minenfeldern. J, offenes Gelände, Minenfelder. Lenkraketen. Okay. Dann in Subchase kämpft ein Hawk-Jagd-Killer-Chat gegen ein U-Boot mit Shark-Raketen. Ein Spieler steuert den Chat, der sich nach links bewegt, während der andere das U-Boot steuert, das sich nach rechts bewegt. Während neutrale Schiffe auf der Wasseroberfläche segeln, müssen die Spieler in einem Zeitlimit von 3 Minuten so viele Schüsse wie möglich aufeinander abgeben. Jeder Treffer auf den Gegner bringt dem Spieler einen Punkt ein. Jeder Treffer auf die neutralen Schiffe zieht einen Punkt ab. Es gibt 3 Spielervarianten, die mit den Zifferntasten ausgewählt werden. Okay. Okay. Ich treffe ihn nicht. Nein, das wollte ich nicht treffen. Jetzt, meine Güte. Alphabetisch, ja, bei den früheren Spielen ist es ja so, dass zuerst die Games drankommen, die kein richtiges Veröffentlichungsdatum haben. Dann kommen die Games, die in einem bestimmten Monat rausgekommen sind. Und dann kommen die Spiele, die ein genaues Erscheinungsdatum haben. Und am Anfang haben wir natürlich relativ viele Spiele, die eben kein Datum haben, weil sie ja oftmals ja nicht mal kommerziell vertrieben wurden. Und man weiß ja von damals ja sowieso bei vielen Spielen häufig gar nicht, wann genau sie rausgekommen sind. Also ja, jetzt zum Anfang sind es immer viele Spiele, die kein Veröffentlichungsdatum haben und deshalb sehr viele alphabetische sind. Und das führt dann auch zu dem Punkt, dass es jetzt auch im Jahr 1978 fünf oder sechs Blackjack-Spiele hintereinander gibt. Einfach weil sie halt alle ja, irgendwann mal erschienen sind. Bam. Das war nicht gut. Jetzt aber. Das ist wenigstens ein bisschen Action, weil er sich unten auch die ganze Zeit bewegt. Und du kannst alle Plattformen emulieren? Nein. Und ich kann auch nicht alle Spiele emulieren, weil es auch viele einfach nicht gibt. Es gibt viele, aber es gibt nicht alle. Zum Beispiel fehlen mir ein Haufen Commodore PET-Spiele, einfach weil sie nicht auffindbar sind. Und es gibt natürlich auch durchaus ja, Konsolen weniger, aber PCs der damaligen Zeit, die nicht entweder zu unbekannt waren, dass sie jemand emulieren würde oder einfach auch nicht funktionieren würde, weil es ja gut, jetzt geht's inzwischen, aber ganz früher gab es ja auch nur die Hardwired-Sachen, die wo ja keine Mikroprozessoren oder sowas hatte, dass es gar nicht möglich ist, die zu emulieren. Jetzt wird es ja besser dadurch, dass es halt einfach die Spiele gibt. Ja, es wären schon viel zu viele Games dann. Und es wären auch viel zu viele gleiche Spiele. Weil wenn ich mir überlege, dass ich im Jahr 1977
ungelogen 250 Pong-Konsolen hatte, 250 verschiedene Pong-Konsolen. Die möchtest du gar nicht alle spielen. Die möchtest du gar nicht alle spielen. Huh. Achso, da gibt es jetzt keine Lenkraketen. Das ist natürlich irre. Da ist mein Ziel. Einmal zu treffen. Nein! Das gibt's doch nicht. Vielen Dank für den Follow, Shiroxy. Vielen, vielen Dank. Das gibt's doch nicht. Jetzt treff ihn. Wow. Das wird so nichts. Jetzt komm. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Jetzt aber. Oh, meine Güte. Ist das euer Ernst? Knapp. Ah. Okay. Und Nummer 3. Ach, da werden sie jetzt auch noch. Aber ich kann sie bisschen abfedern. Jetzt werden sie nach vorne abgeschmissen. Ja, wundervoll. Wunderschön. Meine Güte. Hast du ein Lieblingsgame? Oder Best 3? Best 3, glaube ich, könnte ich sagen. Also mein absolutes... Bam! Lieblingsspiel ist das hier gerade. Nein. Mein absolutes Lieblingsspiel ist tatsächlich Last of Us. Oder beziehungsweise, ich muss eigentlich die Reihe nennen. Auf jeden Fall. Also Last of Us ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Auf Platz 2 würde ich... Noch nie gespielt. Auf Platz 2 würde ich Red Dead Redemption 2 setzen. Uff. Und auf Platz 3... Auf Platz 3. Das Problem ist immer, man hat so einen gewissen... Ja, wie soll man sagen? Man hat immer so eine gewisse... rosa Brille auf, wenn man jetzt so die Spiele der Jugend betrachtet. Aber waren sie wirklich so gut, wenn man sie danach nochmal spielt? Aber Platz 3. Platz 3.
Ich würde wahrscheinlich auf Platz 3 tatsächlich To The Moon setzen. Weil To The Moon hat mich emotional sehr mitgenommen. Und das hat bisher eigentlich, soweit ich zumindest gespielt habe, noch kein anderes Spiel geschafft. Deshalb muss ich fast To The Moon nennen. Aber es gibt natürlich viele Spiele, die ich trotzdem noch gerne mag. Ich mag zum Beispiel Rollercoaster Tycoon, mag ich. Das hat mich mein ganzes Leben fast begleitet, also seitdem es raus ist zumindest. Und natürlich mag ich auch noch andere Spiele. Pharao mochte ich auch sehr gern, zum Beispiel jetzt mal von der Aufbaustrategie zu reden. Command & Conquer mochte ich gerne, einfach auch, um die Echtzeitstrategie mal mit reinzunehmen. Es ist schwierig, aber Last of Us ist für mich auf jeden Fall auf Platz 1. Das ist zu 100% auf Platz 1 bei mir. Ich glaube, es waren alle Spiele jetzt von Armored Encounter und Subchase. Und somit die ersten Spiele der Magnavox Odyssey. Und wenn man jetzt mal die Magnavox mit dem Atari 2.6 vergleicht, würde ich sagen, dass die Atari-Konsole grafisch schon leicht die Nase vorn hat. Und auch spielerisch ein bisschen. Aber der Unterschied ist gar nicht mal so groß, finde ich, zwischen den beiden. Und ja, so ist es. Okay. Nummer 1573 ist Astro 64. Und nein, das ist kein Nintendo 64 Spiel. Das ist ein rumänisches Schachprogramm, das auf einem Felix C256 Großrechner lief. Es ist vor allem für ein Spiel bekannt, das es gegen Zeitungsleser spielte. Jede Woche konnten die Leser einen neuen Zug vorschlagen und der Computer generierte einen Gegenzug, der in der nächsten Woche gedruckt wurde. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, weil damit bindest du deine Leser und dass die dann jede Woche wieder oder ja, jede Woche deine Zeitschrift kaufen, nur um diesen Zug zu sehen, der dieses Schachprogramm gemacht hat. Wahnsinn. Das ist interessant. Nummer 1574 ist dann das nächste Spiel, was ich selber spielen kann. Und zwar begeben wir uns jetzt auf den Commodore PET. Das ist das hier. Ah, Moment. So. Und dann müssen wir noch einstellen. Da. So. Und was wir jetzt spielen ist Atlantic Patrol. Und ein bisschen Musik vielleicht noch machen, weil da haben wir ja keine. Na? Wunderschön. Also. Atlantic Patrol. Da übernimmt der Spieler die Kontrolle über ein Schlachtschiff, ein Kreuzer oder ein Zerstörer und muss den Atlantik patrouillieren und sich mit feindlichen Schiffen anlegen. Das Spiel wird abwechselnd gespielt und der Spieler kann aus einer Reihe von Aktionen wählen, wie zum Beispiel den Kurs ändern oder beibehalten, die Geschwindigkeit ändern, angreifen, Torpedos abfeuern oder versenken. Ein Bild des Schiffes des Spielers wird auf dem Spielbildschirm angezeigt, aber alle Rückmeldungen und Interaktionen erfolgen in Textform. Warum? Achso, ich habe die Fenster auch mal wieder ausgemacht, deshalb. Na, wir könnten das aber sicherlich im Fullscreen machen. Jawohl. Okay. You can control your ship with the following commands. 1. Turn to port. 2. Maintain course. 3. Turn to starboard. 4. Alter speed. Plus or minus 5 knots.
5 open fire main armament, 6 open fire main plus secondary armament, 7 fire torpedoes, 8 make smoke, 9 scuttle. A command of 0 will return this list. Okay. Ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich eben ein Battleship will. Das ist Slow Heavy, Heavy Armament und Heavy Armor. Ein Cruiser, der ist Medium, Medium Armament und Medium Armor. Oder den Destroyer, Fast, Light Armament und No Armor. Ich werde mich für das Battleship entscheiden. Signal from Admiralty. Your command is HMS Hood. Main armament 8 to 15 inch guns range 20,000 yards. Secondary armament 12 to 6 inch guns range 15,000 yards. Und 4 torpedoes with a range of 10,000 yards. Full speed 29 knots. Okay. So. Ja. Wir sehen schon, dass ein Rauch aufsteigt. Das heißt, es sind Gegner irgendwo in der Nähe. Was wollte ich? Maintain Curse erstmal. Wir bleiben auf Kurs. Weiter. 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 Jetzt sind wir gleich auf der Range. Das sind unsere erste Dinge. Und dann wissen wir auch, was wir sehen. Wir haben einen Cruiser, Prinz Eugen. Also der ist uns waffentechnisch auf jeden Fall unterlegen, deshalb 5. Und wir haben ihm schon 2 Hits gegeben, sieht man oben rechts. Er uns 0, weil er noch gar nicht in unserer Range ist. Also schießen wir weiter. Nochmal 2 Hits. Keine Hits. Ein Hit. 2 Hits. Nochmal 2 Hits. 6 Hits. Ein Hit. 4 Hits. Jetzt versucht er zu fliehen. Deshalb müssen wir jetzt ein paar Knoten hier zulegen. Ja, der hält viel aus. Jetzt machen wir. Achso. Plus 5. Ein bisschen schneller werden hier, damit wir ihm noch. Damit wir ihm entgegenkommen hier. Schießen. 3 Hits. Ah, gesunken. Okay. Er ist tot. Weg ist er. Okay, dann bleiben wir mal weiter auf Kurs. Smoke dead ahead. Identified as friendly merchantman. Oh, okay. Smoke dead ahead. Enemy inside. Oh oh. Ein Battleship Scharnhorst. Oh 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 oh. Beide nichts getroffen. Ich wurde 4-mal getroffen, er nur 1-mal. 2-2. 4-4. 4-mal getroffen, 2-mal geschossen, 2-2, das sieht gar nicht gut aus. Jetzt kann ich mit der anderen mitschießen, aber, oh Gott, wir treffen ja gar nichts. Ich muss zurück. Und ich bin weg. Ich finde es interessant, dass der Gegner immer öfters trifft als ich. Das ist irgendwie wieder mal typisch. HMS Rodney. Ja, kein Loot, da gibt's nix.
Das Spiel ist quasi unendlich. Ja, prima. Die meisten Spiele von damals hatten nicht ein wirkliches Ziel. Aber nur um das kurz mal noch klarzustellen, sag mal. Sobald die Spiele ein Ziel haben, versuche ich die auch durchzuspielen. Wohlgemerkt. Also, es wird dann irgendwann natürlich auch. Also, irgendwas mache ich gerade falsch. Ich fahre gerade irgendwie falsch oder so. Ich muss mal schneller werden. Hier ist ja schrecklich. Alter Speed. Plus 5. Ja, bloß 21 Knoten fahren. Oh, schon wieder der Scharnhorst. Ist der jetzt eigentlich schon einigermaßen kaputt oder ist der. Jetzt habe ich ihm mal 6 rausgeholt hier. Nein, du gehst nicht in den Hafen. Was soll denn das? Hau ihn weg! Ja! Gesunken! Ich glaube, man kann es nicht mal reparieren lassen, wenn man das wollen würde. Enemy in sight. Oh, ein Cruiser, Hipper. Den können wir doch versenken. Jetzt haut er ab oder versucht abzuhauen. Aber nix da mit mir. Warte mal, Torpedo? Feuer Torpedo! 2! Ich glaube, es hat nicht getroffen. 14 Hits! Wow. Okay. Also, weg geht damit. Und schon wieder ein neuer Gegner. Gut, jetzt werden wir wahrscheinlich drauf gehen. Aber wir dürften schon. Ein Pocket Battleship Lutzow. Ich denke mal. Ich treffe das nicht mal, ey. Warum treffe ich dieses blöde Schiff nicht? Jetzt. Einmal. Ah, bin ich tot oder? Okay, anscheinend. Naja, gut. Dann, jetzt hat es sich irgendwie von selbst beendet oder wollte nicht mehr. Vielleicht hören die Spiele auch einfach auf, wenn der Speicher voll ist oder so. Aber ja, nicht gerade wahnsinnig aufregend, das Spiel. Aber ja, so ist das halt nun mal. Ah, das nächste wird noch schlimmer. Ah, solche Spiele liebe ich ja. Nummer 1575, ich glaube, das ist eins der Spiele, die wo auf so vielen verschiedenen Plattformen rausgekommen ist, dass ich gar nicht wusste, welche ich nehmen soll. Und selbst die ich dann hatte,
Naja, ist okay. Aber ich hätte wahrscheinlich sowieso bei jeder einzelnen davon versagt. Oder werde bei jeder einzelnen davon versagen. Wenn der Gute das jetzt mal laden würde. Und er gerade sehr lange dafür braucht. Sehr, sehr lange. Komm schon jetzt. Mach mich nicht unglücklich. Ist das Problem an browserbasierten Emulatoren? Wenn die mal einmal nicht wollen, dann wollen sie nicht. Was ist denn jetzt los? Mach doch endlich mal hin. Willst du das jetzt nicht, weil du nicht kannst oder weil du nicht willst? Ah. Es ist jetzt euer Ernst? Die Server sind überlastet. Och nö. Das hatte ich bisher auch noch nicht. Wer ist denn gerade zu viel da unterwegs? Please retry either now or later by hitting refresh reload. Ja, was meinst du, was ich die ganze Zeit mache? Okay, ich werde bis dahin jetzt erstmal erklären, was wir überhaupt spielen würden. Das ist der B1 Nuclear Bomber. Und in diesem Spiel müssen Sie einen B1 Bomber zu seinem Ziel fliegen und das Ziel der Mission zerstören. Sie geben Textbefehle ein, um Höhe, Kurs, Radar, Waffen und so weiter Ihres Bombers zu steuern. Und natürlich wird die UdSSR versuchen, Sie mit einem Arsenal von MiGs und SAMs daran zu hindern, Ihr Ziel zu bombardieren. Und Sie werden mit einem elektronischen Gegenmaßnahmen, Ausweichmanövern oder durch Abschuss bekämpft. Das Spiel endet, wenn es zu einem logischen Abschluss kommt, indem Sie entweder Ihre Bomben einsetzen und weit genug weg sind, zur Basis zurückkehren oder zerstört werden. Danach erhalten Sie eine kurze Zusammenfassung und die Möglichkeit, das Spiel zu wiederholen. Das Problem ist auch hier, wie bei vielen anderen Spielen, dass es so viele komplizierte Texteingaben dazu tun gibt mit den X- und Y-Koordinaten und so weiter. Und ihr wisst, dass ich damit absolut nichts anfangen kann. Und ich bin mal gespannt, wie weit ich überhaupt kommen werde. Wenn das Spiel mal will. Ansonsten muss ich mir da jetzt kurz ein anderes suchen, weil wie gesagt, es gab davon mehr als genug zu finden. Oder ich zeige euch ein Video davon, was es einfacher für mich macht, weil ich dann nichts dazu machen muss. Zeigt das Video. Ja, ich denke, das ist im Grunde genommen einfacher. Ich bin nur am Überlegen, welches von denen. Weil es gibt halt nicht gerade wenige davon. Eigentlich will ich das ursprünglichere zeigen, weil es ja darum geht. Ach, der zeigt hier sogar verschiedene Versionen. Nehmen wir. Welche nehmen wir denn? Die Frage ist, ob derjenige das auch besser kann, als ich das dann könnte. Ich nehme einfach mal das Video hier. Ja, das sieht okay aus. Das ist zwar 20 Minuten, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich, also dass es 20 Minuten gehen sollte. Vielleicht, switchen wir auch mal nach vorne oder so. Mal schauen. There was a turtle by the name.
Ja, diese damaligen Videos, die einem versichert haben, dass man eine atomare Explosion überlebt, wenn man einfach nur in Deckung geht. Da habe ich kurz vor kurzem auch noch ein Video gesehen, wo die Regierung ernsthaft gesagt hat, dass ein aufgeräumter Vorgarten dafür sorgt, dass du eine atomare Explosion überlebst, denn so wird halt der ganze Müll, der im Vorgarten liegt, nicht in Brand geraten und damit das Haus quasi und das Haus in Brand gesteckt. Das ist auf heutiger Sicht sowas von geil, wenn du dir überlegst, ja, sorg für den sauberen Vorgarten und du wirst eine Atomarexplosion überleben. Herrlich, ich liebe sowas. And the game itself played out on an initially empty grid. Yes, you were killing millions of people, but they were very abstract people. B1 Bomber, in contrast, is a lot more specific. You're flying a bomber when you receive an alert telling you to fire a 1 megaton warhead at a specific named target in the Soviet Union. You're given backup targets in case the first one is unavailable. The manual goes out of its way to let you know that the population of the target is more than 1 million people. So I'm going to do a let's play of the game, and I just wanted to start out by saying that while doing the let's play, I'm going to be a little bit flip about the content of the game. This isn't because I think nuclear war is a laughing matter, but because I don't know how to approach the enormity of the material without recognizing its fundamental absurdity. All right, let's take a look at B1 Nuclear Bomber. So, of course, I have it on my disc of pirated Avalon Hill games. Sorry, Avalon Hill, I was 10. What do you want? We can look at the source code. This game was written in AppleSoft Basic. It's a fairly dense program. So you can see here on line 35, we're declaring an array of all the commands we're going to be using during the game. You could see the game only pays attention to the first two characters of each command. Here, starting on line 50, we have all the data. Den Source Code müssen wir jetzt nicht unbedingt angucken. Aber hier sehen wir jetzt quasi, dass sein Hauptziel ist Murmansk. Der Failsafe Code ist QYOUV. Den musst du dir tatsächlich merken. Den brauchst du nämlich dann, um falls die Bombe stecken bleibt, musst du den eingeben. Also das ist zum Beispiel das Erste, das du nicht vergessen darfst. Den musst du dir auch schreiben. Weil wenn du den nicht hast, dann bist du am Arsch. Und Alternativziele gibt es dann auch noch, die man anfliegen könnte. Ja, Arkan, Galsk, Leningrad, Sverolovsk, Astrakhan, Moskau, Volgograd, Kiew, Sevastopol, Jerewan. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es auch nicht gerade gut, so darüber zu reden. Und da gibt es eben die sowjetischen Abwehrkomplexe, die halt in verschiedenen anderen Standorten dabei sind. That detail is that this failsafe code is actually super important. And if you don't write down the failsafe code, or if you have a better memory than I do, you cannot win the game. Ja. Because you need it to arm your nuke. Interessanterweise wird in anderen Versionen explizit darauf hingewiesen, dass du den aufschreiben sollst. Wahrscheinlich, weil so viele es nicht getan haben, weil sie gedacht haben, das würde keine Rolle spielen. Now, you can arm your nuke right away and then it'll be armed, but that causes all of the defense network stations to target you more aggressively. So our primary target is Murmansk. We could also pick an alternate. If you pop up a map of Russia, what you see is that some of these cities are closer to the polar region than others. So a cheat is to pick the city that is closest and just do that one. Ist auch interessant, dass das Spiel tatsächlich anscheinend weiß, wo genau diese Städte sind, wenn man halt weiß, wovon man startet, was anscheinend immer dasselbe Startpunkt ist. Aber wenn du dann weißt, dass eine dieser Städte hier näher dran ist als Murmansk, ist es echt interessant, dass es das Spiel weiß und nicht irgendwo einfach zufällig irgendwo hin verteilt. But we will actually go for Murmansk today. So, we're going to look at the commands. So how do we know what the commands are? Well, let's see if we can find that out. Oh, look at that. We were able to get the commands. Now, if you saw that pause was time passing. So just us asking for help
cause time to pass. So let's navigate. We want to know where Murmansk is. And the navigate command, the manual calls it out as a command that takes significant amounts of time. So you don't want to do that while a MiG or a SAM is hot on your tail. So it's bearing 149.2. So we're going to change our course to 149.2. Although it may actually be in a different place now because time has passed. And let's adjust our altitude. I'd like to go in fairly low because I'd like to be below the radar if possible. If the lowest we can fly is 300 meters, I believe it's meters and not feet. And the highest is 25,000. It probably is feet. But if you fly too low, you run the risk of a terrain following failure, and it makes evasive action more likely to kill you. So, du siehst also, man sieht schon, dass in diesem Spiel wieder viel zu viele Sachen dich töten können. Und wenn du keine Ahnung hast von dem, was du tust, so wie ich, wäre ich wahrscheinlich schon nach 5 Minuten wieder am Arsch. I'm gonna try 800 feet, so below 1,000 feet, but not too high. And let's do one more navigation, since no one is chasing us at the moment. And correct the spelling of that. Now it's at 147.4, and you could see we've gone only about a kilometer in that time. We'll do that again. Oops. Fortunately, it still understood the command. All right, and I'm curious whether that's changed again. So I'm gonna do it one more time. Oops, I typed literally the wrong course. You know, in nuclear war here, we're supposed to be very careful, but it turns out one careless navigator and you bombed the wrong city. Okay, so it looks like with each command, we're moving about maybe 50 kilometers. So let's try using the autopilot. I don't actually know the speed we're moving at here. Let's try running the autopilot for 30 minutes. And it will interrupt us if anything super important happens. Super important is someone launches a MiG or someone launches a surface-to-air missile. The manual specifically calls out leaving the range of a target as being something that will not drop you out of the autopilot. Now, it's not actually going to make us wait 30 minutes in real time. All right, so we've now been attacked by a surface-to-air missile, so we have to decide what to do. First off, we can use ECM, electronic countermeasures, to dodge it. The problem is that doing that will decrease the effectiveness of ECM in the future. So we'd rather use evasive actions if possible. Before I do that, I'm going to see if this base, Pechenga, is within our missile range. And if it is, I'm going to destroy it. There are 20 defense bases. Nope. Okay, we're going to... I'm going to play this very risky here. I'm just going to continue on for 100 seconds. My bet here is that they're not going to launch more missiles at me. All right, so now they're 30 seconds away. I'm going to try evasive action. It's not working. All right, well, let's try this. I think this is actually going to get me killed. Boom, we died. Oh, we didn't die. Wow, that's amazing. Let's reset our altitude. Maybe they think they got us.
I don't think there's any kind of damage status. So obviously, Sam 2 decided to aim at this base SARPA, so that didn't work. I suspect that what I should have done was type the number 2 as the target for the missile. I also think, and this is, I'm trying to remember this from when I played this 40 years ago, I think if you use a Phoenix missile on a surface-to-air missile and it's very close to your plane, you can still get caught in the airburst. So let's say status. Whoa, our course is way the heck off. Maybe that's because we can fire our weapon. The weapon is actually a, it's called an SRAM. It's a nuclear armed missile, not a bomb. So we could fire it at Murmansk once we are within about 250 kilometers, I believe. So I'm going to raise my altitude. And at which point I expect we're going to get a lot more people firing at us. But what can you do? You know, you got to murder a million people. That's what the game wants us to do. So we have to do it. This is the kind of emotional context of this type of game. It's very weird. All right. So we are going to go ahead and arm the bomb. That is really going to draw some enemy attention. Now we need our failsafe code. U-Y-O-U-V. Oh, and immediately they're going to fire at us. So let's continue on. I'm going to do autopilot for another 30 seconds. Okay, so it turns out you don't need to enter any target if you just want to shoot at the closest thing in range. So we're going to try and take out these MiGs. We missed. We need to go 20 kilometers. Murmansk in bomb range. We are going to fire our SRAM. And the command to fire the SRAM is BO. So bomb. Target. Confirm drop. A million people dead. So now we need to get out of here. So we're going to, first of all, we've got a MiG on our tail, so we really don't want to start navigating at this point, but I'm just going to assume that Thule Air Force Base is going to be closer to 0 degrees, and I'm going to change course, and we're going to drop our altitude down to about 600. Try and shoot this MiG a couple times. It's not good. All right. So let's find out how far to Thule. 303. Okay, zero wasn't a bad guess. 303.1. And I believe that now that I have released my SRAM, I will still be shot at, but I think they are not as interested in me now that I've already fired. Revenge does not motivate the computer in this game. So let's go ahead and wait for 45 minutes. Cue the elevator music. Do, 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 do. We're pretty far from Thule. Oh. But maybe we're out of the woods here. Let's wait for 2 hours. We ran out of fuel. Wonderful. We're dead, but we did destroy Murmansk, which I feel is really an achievement. So not too bad for our first attempt at committing nuclear atrocities. Also, hat Murmansk zerstört, so I'm curious, aber Benzin ist ausgegangen. I thought that there was an assumption that we would be
refueling. I know the manual talks about that. Maybe we need to be above a certain altitude in order to do that. Let's go one more time and see what happens. Moscow is less than an hour away if we're going 4,500 kilometers per hour. Moscow is das Ziel. We are way too high. Let's go down to about 7. As a 10-year-old, I lost. Oh, and actually, I did it. I did exactly what I talked about. I forgot to write down the failsafe code, so I can't do this. So I have to start over. You would not believe how many games of this as a 10-year-old I lost because I did not write down the failsafe code. All right, writing down the failsafe code. Again, I didn't have the manual, and I definitely remember playing games and immediately. Jetzt gehen wir mal weiter nach vorne. Eigentlich. Whatever our value was, then. Wo ist das denn jetzt? ECM starts losing its effectiveness, I think. ECM becomes less effective. I think that would be really interesting. Command equals 0 for I equals 1 to 12. Okay, aber ich glaube, so ist jetzt das allgemeine Verständnis des Spiels rausgekommen. Es gibt noch Spiele, die ein bisschen grafischer sind, aber ich glaube, im Endeffekt musst du trotzdem immer Texteingaben machen. Also ein reines Spiel davon, grafisch gesehen, glaube ich, gibt es nicht. Und ja, man kann es natürlich nicht gutheißen, dass man hier mit Nuklearbomben durch die Gegend schmeißt und Städte zerstört. Auch nicht in Russland oder damals in der UdSSR. Aber ja, es ist die damalige Zeit gewesen. So ist das halt. Nummer 1576 ist ein Pack. Da habe ich ein Bild dazu. Das ist das Atari Back to School Pack. Natürlich nicht mit CK, sondern nur mit K geschrieben. Ich weiß nicht wieso. Aber Atari mag wohl keine Cs. Also schreibt man es mit K und nennt das auch noch Back to School. Auf jeden Fall handelt es sich hier um ein Paket, das Brain Games, Ataris Nichtspielkassette Basic Programming und ein paar Tastaturcontroller enthielt und zu einem günstigen Preis verkauft wurde. Jede Kassette und die Controller befanden sich in einer individuellen weißen generischen Schachtel, die auf einem orangefarbenen Umkarton verpackt war. Ähnlich wie beim Action Pack und dem Racing Pack. Also es gab davon drei Packs und das ist das Back to School Pack. Und das Brain Games, was da mit dabei ist, das werden wir später noch haben als Spiel. Und ja, Basic Programming ist uninteressant, da es kein Spiel ist. Und die Controller sind auch uninteressant, weil es ja Controller sind. Ja, genau. Back to School Pack. Cool. Nummer 1577 ist dann jetzt wirklich ein Spiel, das ich wieder selber spielen kann. Und zwar ist das auf der Konsole, die wir letzten Part einmal schon angefangen haben. Genau. Und jetzt machen wir da quasi weiter. Top, 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 top. Und her damit. So, ja, der Fullscreen Mode ist ja Fullscreen. Haha. Ich glaube, das war eine Cartridge. Ja, ist es. Okay. Dann Bild ab. Fensteraufnahme. Bap. 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 Das ist noch nicht das Spiel. Wir müssen noch einmal ein Soft Reset anfangen. So, da haben wir das Spiel. Wir spielen Backgammon. Yay. Backgammon ist eine Computerversion des klassischen Brettspiels. Das Spiel kann mit zwei Spielern oder einem Spieler gegen den Computer gespielt werden. Die Spieler würfeln und verwenden ihre beiden Werte, um Chips auf dem Brett zu verschieben und zu versuchen, alle Chips vom Brett zu entfernen, bevor der Gegner dies tut. Ich weiß nicht, ist unter euch jemand, der Backgammon spielen kann? Ich konnte es am Anfang auch nicht, habe zwischendurch ein paar Backgammon-Spiele gelernt, hier auf den paar Spielen, die ich schon spielen durfte. Muss ich mal anmachen hier.
Dann machen wir mal gegen den Computer. Das Problem hier in dem Spiel ist, dass es irgendwie merkwürdig funktioniert mit den Eingaben. Und jetzt müssen wir erst einmal die, wie hat es denn gleich nochmal funktioniert hier? Wir müssen jetzt die Würfel werfen. Das ist, das funktioniert natürlich erst mal wieder nicht. Ich dachte, das wäre hier. Könntest du jetzt bitte mal die Würfel? Warum funktioniert denn das jetzt nicht? Ich glaube, das muss ich mit dem Keyboard spielen. Weil sonst geht das nämlich nicht. Hallo, warum funktioniert denn das nicht? Weil ist jetzt irgendwie was kaputt oder so? Hallo? Nochmal ein Soft Reset. Ah, jetzt hat's funktioniert, lustigerweise. So, ich glaube, ich habe jetzt die beiden 4 und 1. So, und ich bin blau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt kommt erst der 1er. Das heißt, wir machen jetzt, oder ich versuch's zumindest, eins ist scheiße. Versuchen wir mal 24 auf 23, aber es haut ja schon wieder gar nicht hin, dass er überhaupt irgendwas annimmt. Also die Würfel sind jetzt blau, was eigentlich dafür deutet, dass es eigentlich funktionieren sollte, aber irgendwie will es nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ah, jetzt geht's. Okay, jetzt habe ich aber. Warum funktionieren denn die Tasten nicht? Oh Gott. Sag ich hier Lampsange, so alte Sachen sind echt scheiße. Manchmal. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum er einfach nicht will. Nope. Das weiß ich auch. Lass mich doch machen. Also. 24. Er nimmt Tastatureingaben auch nicht an. Ich glaube, ich muss tatsächlich mit dem Keyboard hier spielen. Dass ihr nicht seht, aber ich schon. Okay, versuchen wir es jetzt mal. Also 24 auf 23. Warum geht das nicht? 24 auf 23. Hallo? Das ist so merkwürdig, ey. Ich glaube, ich muss das noch mal konfigurieren, weil das hier nicht stimmt. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jetzt vielleicht. Ah, jetzt geht's. Okay. Also. 24. Weil das ist so total komisch, weil es irgendwie die Zahlen so. Ich
Ja, aber jetzt kann ich es auf die 23 setzen. Nein, ich will doch nicht von der 23. Ich muss doch rüber, oder muss ich... Muss ich von oben nach unten? Okay, warte mal. Machen wir mal 6 auf die 7. Ah, ich muss rüber. Aber warum zeigt jetzt das Board? Warte mal, warum bin ich jetzt auf der 2? Hä? Ich bin doch... Ach, kommt zuerst der untere Würfel und dann der obere? Aber wie ist denn das jetzt passiert? 6 auf die 5? Enter one dice roll. Ich sag euch, diese Version von Backgammon ist scheiße. Ich hab's euch jetzt gezeigt, das muss reichen. Das Problem ist halt echt, dass die Steuerung nicht funktioniert oder ich das nicht kapiere, wie sie das genau haben wollen. Das ist wirklich eins der schlechten Backgammon-Umsetzungen, die so wie ich das machen wollen würde, einfach nicht funktioniert, weil irgendwie die Steuerung nicht funktioniert. Das ist ja egal. In der Tat. Nummer 1578 ist ein weiteres Backgammon für den TAS 80 und das ist eine Computerversion des klassischen Brettspiels, erhältlich in Level 1 und Level 2 Basic. Das Spiel wird gegen den Computer gespielt, die Spieler würfeln abwechselnd und verwenden ihre beiden Werte, um Chips auf dem Brett zu verschieben und zu versuchen, alle Chips vom Brett zu entfernen, bevor der Gegner dies tut. Nummer 1579 ist Überraschung Backgammon. Und das ist eine nächste Version davon, die besser funktioniert. Und da hoffe ich jetzt auch, dass ich ein Spiel mal machen kann für euch. Im Prinzip sind die Regeln relativ einfach. Du musst von einer Seite des Bretts auf die andere, auf die untere Seite, die musst du alle da ansammeln. Und wenn das passiert ist, musst du sie noch vom Spiel nehmen und du hast immer zwei Würfel und kannst dann jeweils immer den Zug machen. Aber ich versuche das dann mal zu erklären, einigermaßen zumindest in meinem Verständnis, wenn jetzt das Spiel hoffentlich funktioniert. Ich mache jetzt mal Musik an hier, nochmal Musik an und wir brauchen die Fensteraufnahme. Bam. So. Run. Bam, bam. So. Ja, diese Version von Backgammon ist eine frühe Schwarz-Weiß-Spielübersetzung des Brettspiels für den TRS 80. Es ist im Basic geschrieben und erlaubt nur das Spiel ein Spieler gegen den Computer. Das Spielbrett wird grafisch dargestellt und der Spieler verwendet Texteingaben, um seine Züge zu platzieren. Der Spieler wird immer durch X dargestellt und nur legale Züge sind erlaubt. Wahnsinnigerweise natürlich nur. Und hier haben wir nochmal die Erklärung. Welcome to Adam's Computer Backgammon. Special notes for Adam's Backgammon. 1. If you have a bar move, enter it first. 2. If you should be trapped with no legal move, hit enter. And 3. You'll not be warned if you forget to beer off. I take 40 seconds or less for a move, but once in a while I take up to 5 minutes. You may take as long as you like. Das ist das Problem. Es dauert zum Teil wirklich lange, bis der PC was macht. Und das ist das Problem. Ja, die Rules are the same as in Backgammon. To enter a move input from 2 times, separate each move by a period. Example, to move from point 2 to point 3 twice. Also 2-3-2. Example, to move from point 1 to point 2 and from point 3 to point 4. 1-2 Punkt, 3-4 und so weiter. Note that both home and bar are signified by a 0. Input board to redrawn board as needed. Also, wir sind die X's dann in dem Spiel und die O's, es ist der Gegner.
Prinzip müssen wir jetzt die X's alle auf die Zahlen 1 bis 6 bringen. Und jetzt kommt erstmal der Gegner, weil er höher gewürfelt hat. Das heißt, jetzt darf man erstmal warten, bis er anfängt. Und er hat jetzt 4 und 1 gewürfelt. Das heißt, er kann jetzt mit einem seiner O's 4 Züge machen. Zum Beispiel von 12 auf 16. Und mit Ding. Du kannst aber nicht auf ein Spielfeld gehen, wo ich welche habe. Außer es ist nur einer. Und den einen kannst du dann werfen. Das ist dann ähnlich wie bei Mensch, ärgere dich nicht. Der wird dann zurückgeworfen in die Bar und da musst du ihn immer zuerst rausholen. Also sprich, solange du mindestens zwei auf einem Feld hast, kann er dich nicht werfen. Ja, das größte Problem ist ja einfach, dass er sehr lange braucht, sich über einen Zug zu überlegen. Und ja, das verspricht absolut Spielspaß. Er hat es von 12 auf 16. Er hat sogar den gemacht, den ich gesagt habe, lustigerweise. Und von 16 auf 17. Also er hat jetzt gleich seinen wieder zu den anderen gebracht, was nicht verkehrt ist, weil sonst steht der alleine da. Ich habe jetzt 3 und 1 gewürfelt. Mhm. Das ist scheiße. Dann machen wir von 8 auf 5 Punkt und von 6 auf 5, damit der dann gleich abgesichert ist. So, dann kann er mich da schon mal nicht mehr werfen. Er hat jetzt eine 5 und eine 4 gewürfelt. Das Schwierige ist tatsächlich, die beiden wegzubekommen, die wo ganz am Rand stehen, also die 24 bei mir und die 1 bei ihm. Das sollte man tatsächlich eher machen, wenn man, also meiner Meinung nach, wenn man zwei gleiche Zahlen hat. Oder dass man halt weit genug damit kommt, dass man wieder abgesichert ist, weil die wirft man dann am leichtesten, weil du schon viele da meistens von deinen da drin hast. Und das dann schwer ist, die dann daran vorbeizukriegen. Zwölf auf 17 und 12 auf 16. Okay. Ich habe 2 und 1. Ah. Aber dann bringen wir jetzt schon mal. Du kannst aber auch nicht zurückgehen. Also du kannst jetzt. Er kann jetzt zum Beispiel nicht von 12 auf die 11 gehen oder sowas, sondern du musst dich immer vorwärts bewegen. Ich nehme die 13 auf die 11. Und von. Sechs auf die 5. Ich weiß nicht, ob es ein Limit an Steinen gibt, die an einem Ort sein dürfen. Ah, er würfelt immer so hoch. Das ist nicht gut. Ich möchte auch mal hochwürfeln. Vor allem hat er jetzt zwei Fünfer, das heißt, er darf, glaube ich, nochmal ein oder zwei Fünfer Züge machen, weil wenn du immer doppelt würfelst, kriegst du auch immer noch eine Chance, glaube ich. Müsste eigentlich auch hier so sein, was es nicht besser macht für mich.
Diese Zeiten, als die KI noch 5 Minuten für den Zug brauchte. Schön. Aber was spielst du denn aktuell, Chiroxy? Oh, er hat sich entschieden. Ja, er darf zweimal. Das ist natürlich gar nicht gut. 4 und 2. Auf 7. Und 7 auf 5. Sag mal, warum kriegt er denn nur so viele hohe Zahlen? Was soll das denn? Ich werde schon wieder nur verarscht. Ich mag's nicht, wenn ich verarscht werde. Oh, ist fertig. 16, 22, 17, 22. Und ich habe 4, 3. Dann machen wir... die 13 auf die 9. Soll ich jetzt mal versuchen, einen rauszunehmen? Aber das kann sehr gefährlich werden, wenn ich das versuche. Nee, machen wir ja auch noch einen von 13 auf die 10. Ja, hallöchen, Stolbino! Grüß dich, servus! Du hast dich rasiert! Das sieht man auch noch, C-Fix! Ja, stimmt! Wie ist denn das Wertebefinden, Herr Stolbino? Steht dir gut, schaust gleich aus wie 14. Dann darf ich ja keine ab 18 Spiele mehr spielen, das ist ja halt blöd. Und prinzipiell sind all diese Spiele ab 18, weil da gibt's ja, gab's ja keine USK damals. Da gehen wir ab 18. Sonne 27 Grad, Abendsonne im Raum Regensburg, Stolby happy. Und bei dir? 29 Grad Zimmertemperatur, Jalousie drunten, ich glücklich.
Wenn du damals drunter nicht spielen kannst, keiner, ne? ja. Glücklich bin ich, wenn ich die KI, die 5 Minuten pro Zug braucht, besiegen kann im Backgammon. So, Lerp, Marke, du jetzt, ja. Oh, 6-6, eine Doppel-6. Oh, das ist sehr gut, dann können wir jetzt... Ah, 20. Ah, können wir jetzt endlich raus. Sehr schön. 24, 18. Punkt 24, 18. Ich darf ja dann nochmal. 24, 8. Nein, nicht 19. 18. Punkt 24, 18. Ja, 18. Jetzt muss ich überlegen. Darf ich noch zweimal? Ich glaube ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kann ich noch auf die 12. Punkt. 18, 12, Punkt 18, 12. Ist das jetzt richtig so? Ja, ist es. Geil. Yeah. Sehr schön. Ich bin schon mal aus dem Eck raus. Getreu dem Motto, freier wo ist, früher wo ist besser. Ja, weil es zwei Sachen während einem Begemmenzug machen kannst, Kina. Naja, es gibt KIs, die damals schon schneller waren als die. Aber hey, immerhin gibt's eine KI. Ihr Spiele musstest du damals zu zweit spielen und wie wir alle wissen, habe ich keine Freunde. Also, ja. Bleibt mir nur die KI, die 5 Minuten braucht. Dich fix. Kannst du Backgammon, Stabino? Oder hast du schon mal gespielt? Frei ist mit dem Papa, ja super. Na, ich hab's tatsächlich erst gelernt mit dem, weiß ich, das sechste Backgammon-Spiel, was ich glaube ich gespielt habe. Und inzwischen kenne ich tatsächlich die Regeln. Und es ist eigentlich wirklich nicht schwer, wenn man erstmal weiß, was man tun muss, ist es wirklich nicht schwer, das Spiel zu spielen. Zu gewinnen ist eine ganz andere Sache, aber... Wenn man erstmal raus hat, was man machen muss, dann ist es echt nicht schwer. Hm. 1-4. Hm. 1-4. Dann bringen wir mal die 10 auf die 9. Und einen der 13 ebenfalls auf die 9. So. Ja, Stabine, ich glaube, ich habe das gar nicht gefragt. Ich weiß gar nicht, ob wir das in deinem Stream mal gemacht haben, aber jeder, der hier reinkommt und dem ich noch nicht gefragt habe, muss ich das natürlich jetzt stellen. Was war deine erste Konsole/PC und was war dein allererstes Spiel? PlayStation 2, die Italian Shop. Nostalgie pur. Ja, PlayStation 2 ist schon nicht mehr so viel Nostalgie. Das will ich schon gar nicht mal als Retro bezeichnen. Wobei inzwischen, glaube ich, könnte man es als Retro bezeichnen. Ich sehe Retro ab 20 Jahren. Und PlayStation 2? 2003? Ja, dürfte hinkommen. Wenn ich mir das überlege, dass das jetzt schon wieder 20 Jahre her ist, dann fühle ich mich richtig alt, C-Fix.
bin ja erst 25. Wieder 1 und 4? Was soll denn das? Dann bringen wir mal die 13 auf die 12. Und die 9 auf die 5. So, das Gute ist, der Gute Heidi muss jetzt erst einmal mit seinen zwei Oster aus seinem eigenen Eck rauskommen. Das Schlechte ist, wenn er einen Gute Wurf hat, dann ist, wird es problematisch für mich. Aber das ist rein kriegsteuert, ne? Eigentlich Wahnsinn, damals schon. Ja. Ciao, Kitty, und danke, dass du da warst. Schönen Abend noch und bis dann. Man muss sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen, dass diese meisten PCs ja gerade mal so 1 bis 2 MHz hatten und im besten Falle 2, 4, 8 oder 16 Kilobyte an RAM hatten. Oh, 4, 4. Das ist ja super. Jetzt kämen wir ja 8, 7, 6, 5, 4. Dann kämen wir 8. 4.84. Und 12.8.12.8 Maha. Das ist ja wundervoll. Eins und sechs. Dann kann er jetzt nur auf die 2 und auf die 7. Wenn ich jetzt Glück habe, kann ich ihn gleich mal einmal werfen. Ich darf nur nicht von ihm geworfen werden. Das wäre fatal. Er kann ja eigentlich jetzt nur zwei Moves machen. Warum er dann so lange braucht, verstehe ich gar nicht. Er kann ja nur auf die 2 und die 7 gehen. Was anderes geht ja für ihn gar nicht. Achso, gut, er könnte oben natürlich. Er könnte also bei sich oben noch anordnen. Gut, das geht natürlich auch noch. Wenn er das machen würde. Da müsste ich, da hätte ich jetzt natürlich eine Frage, Stalbino, wenn du das Spiel schon öfters gespielt hast. Ah, er macht aber trotzdem so. Ja, ich lasse mich überraschen. 1 und 4. Sehr schön. Dann kann ich jetzt von der 8 auf die 7 und die 12, 11, 10 auf die 12 auf die 8. Dann werfen wir den mal schnell raus. Das Problem ist nur, wenn er jetzt nochmal eine 6 würfelt, dann, nee, dann kann er nur auf die 6. Oh. Aber jetzt kann er nicht weiter. Weil er kann jetzt keine 4 weiterziehen, oder? Nee, kann er nicht.
Okay. 4 und 5. Ich muss die 7 rauskriegen eigentlich. Aber wenn ich die 7 jetzt auf die 3 setze und die 8... 2, 4, 6. Er würde dann aber die 8 erreichen. Wenn er eine 6 hat. Aber wie wahrscheinlich ist das? Nicht wahrscheinlich. Komm, wir gehen Risiko. 7, 3, 8, 3. Mal schauen, ob sich das Risiko auszahlt oder ob ich ein Problem kriege. Nein! Er kriegt die scheiß 6. Ach, ist das doch nicht euer Ernst, oder? Das ist doch wieder eine Verarschung hoch 10. Wie wahrscheinlich war das jetzt, dass er die scheiß 6 am Anfang würfelt? Genau, gar nicht wahrscheinlich. Aber natürlich tut das natürlich. Blöder Drecksau. Ja. Fuck! Ah, ich habe wieder eine Doppel. Sehr schön. Von 0 auf 21. Von 21 auf 17. Fünfzehn, 14, 13. Ja. Von 17 auf 13 und von 13 auf 9. Und somit komme ich wieder komplett bis nach vorne. Cool. Tschüss, ich bin mal wieder weg. Arschloch. So. 1 und 6. Das Problem wird jetzt sein, wenn ich den jetzt nicht werfen kann, von der 2, der jetzt mit Sicherheit auf die 8 geht, habe ich ein Problem. Muss man genau immer die Zahlen würfeln, auf denen der steht? Also wenn ich dann quasi, wenn jetzt alle auf der Seite sind, wenn ich dann eine 3 würfel, dann kann ich den 3er rausnehmen, oder? Und andere gehen halt dann nicht, wenn ich da keinen mehr hätte. Ich muss dann immer genau die Zahl würfeln. Sehe ich das richtig? Was überlegst du denn so lange? Du kannst doch auf 12, auf 13 und von 2 auf 8. Was anderes kannst du doch eh nicht. Tu nicht so, als würdest du ganz hart überlegen müssen, was du machst. Oh, er hat den reingeholt. Oh, das ist für mich vielleicht ganz gut. Oh, 5, 5. Dann lass dich mal überlegen. 1, 2, 3, 4, 5. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Okay, 9 auf 4, Punkt. Hole ich jetzt alle rein und beginne damit oder versuche ich ihn noch zu werfen? Werfen macht eigentlich
Werfen macht eigentlich wenig Sinn, glaube ich. Okay, danke für den Lurk, Stilbino. Macht es Sinn, ihn zu werfen? Nee, macht es eigentlich nicht. Ich gehe jetzt rein. 9.4. Nein, nicht Punkt. Strich 4.9. Strich 4 Punkt. Und 6. Strich 1. Genau. So. Jetzt kann ich prinzipiell 5-2. Ja, jetzt kommt er raus. Scheiße, ich hab gehofft, dass er noch drin bleiben muss, aber er wirft natürlich wieder zu viel. Aber immerhin kann ich jetzt schon mal anfangen raus. Jetzt ist es noch reines Würfelglück. Komm, geh von 2, 4, 5, geh auf die 7 und dann geh noch auf die 9. Tu mir den Gefallen und überleg nicht so lange. Du hast es ja eh nicht mehr Möglichkeiten. Junge! Danke. Danke. Vier und drei. Das heißt, hier auf die Null, Punkt, und drei auf die Null. Okay. Ah, er kriegt natürlich wieder eine hohe Zahl. 6 und 5. Wichtiger wird es dann natürlich bei den anderen Zahlen. Ich kann ja noch nach vorne rücken. Im schlimmsten Falle. Aber der letzte wird halt echt scheiße. Das hat dann nur noch reines Würfelglück dann. Zwei und eins. Genau das ist das Beschissene. Machen mal die 5 auf die 3 und Punkt 1 auf die 0. Eins und drei. Hä? Wie konnte er denn? Ach so. Ja, aber hä? Er hat doch erst die 1. Wie konnte er denn zuerst die 3 dann rausnehmen? Oder kannst du einfach beides machen? Ist aber merkwürdig. Naja. Okay. 5, 0, Punkt 4, 0. Perfekt. Hallo? Warten da zu lange, ey. Sechs und zwei. Vier und eins.
Okay. 4, 0. Drei auf die zwei. Fünf und drei. Aha. 6 und 1. Warum immer die 1? 6, 0. Punkt. 5, 4. Ja, natürlich. Und 6. 3, 0, Punkt 6, 0. Eins und 6. Hier, 3.30. 2 und 1. Ach, 1 und 2, ist es jetzt dein Ernst? Oh. 4 auf die 3. 2 auf die 0. Ihr seid Sturmtruppen! Los, los, los! Feuer! Für den Kaiser! Für Deutschland! Weiche Feuer, Männer! Wenn im zweiten Stock für das Wasserland! Hallöchen, Retro, und vielen Dank für den Raid mit 3 Personen! Vielen, vielen Dank! Wen hast du denn alles mitgenommen und was habt ihr gespielt? Noch viel wichtiger. Hm. 4, 0.
They are Billions, wohl die üblichen Verdächtigen, die mitgekommen sind. Ich hoffe, es war erfolgreich. Ja, 2 Missionen geschafft, das ist schön. Ah. 1-0, wie ich bin gerade in den Endwehen eines Backgammon-Spiels hier gegen eine KI. Hä? Ach so, ich habe ja mehrere okay, warte mal. 1.0.5.4.4.3. Fünf, vier. Okay, er kann nur den Einser nutzen. Alles andere geht nicht. Retro, ich habe dich noch gar nicht gefragt. Das muss ich jetzt natürlich auch. Was war deine erste Konsole und dein erstes Spiel? Und ja, genau. Ah, 5 und 2. Was mache ich denn jetzt? 5 habe ich nicht und 4. Den muss ich jetzt fast nehmen. 4 auf die 2. Und das war's. Mehr kann ich ja nicht machen. Habe ich das letzte Mal schon gefragt? Verdammt. Oh Mann, das wird wieder denkbar knapp hier. Ach komm, warum würfel ich jetzt denn nur die hohen Zahlen? 3-0. Oh. Okay, er kann nichts machen. Ich brauche eine 2. Er kann doch gar nichts machen. Jetzt beend deinen Zug, du kannst doch gar nichts machen. Hä? Was überlegt er denn? Er kann doch gar nichts machen. Hä? Wie? Wieso konnte er gewinnen? Hä? Wenn er eine 6 oder 5 hat, kann er doch da gar nicht rauswürfeln. Leck mich doch, blödes Scheißspiel. Was soll das denn? Er kann doch bloß mit einer 2 rauskommen. Was soll das denn? Ich habe doch die Backgammon-Regeln richtig verstanden, was das angeht. Wie konnte er denn da jetzt rauswürfeln?
Wenn der Verlierer am Ende des Spiels mindestens einen Stein herausgewürfelt hat, verliert er nur den Wert des Verdoppelungswürfels. Ein Punkt, wenn es keine Verdoppelung gab. Hat der Verlierer jedoch keinen Stein abgetragen, ist das ein Gammon und der verliert den doppelten Wert des Verdoppelungswürfels. Wenn der Spieler alle 15 Steine in seinem Heimatfeld bewegt hat, kann er beginnen, sie herauszuwürfeln. Ein Spieler nimmt seinen Stein heraus, indem er eine Augenzahl würfelt, die dem Punkt der Steine entspricht und den damit herausnimmt. Daher erlaubt das Würfeln einer 6, einen Stein vom Punkt 6 herauszunehmen. Wenn kein Stein auf dem der Augenzahl entsprechenden Punkt liegt, muss der Spieler einen Stein von einem höheren Punkt herausnehmen. Wenn auf einem höheren Punkt kein Stein liegen darf und muss der Spieler vom höchsten noch belegten Punkt herausnehmen. Ein Spieler ist nicht gezwungen, Steine herauszunehmen, wenn er einen anderen Zug machen kann. Ein Spieler muss all seine aktiven Steine im Heimfeld haben, um herauswürfeln zu dürfen. Wenn ein Stein während des Herausnehmens geschlagen wird, muss der Spieler diesen Stein wieder ins Heimfeld bringen, bevor er weiter herausgewürfeln darf. Wenn kein Stein auf dem Augenzahl entsprechenden Punkt liegt, muss der Spieler einen Stein von einem höheren Punkt herausnehmen. Das heißt, wenn er eh nur noch einen hat, kann er den immer rausnehmen. Aber ja, es hieß doch von einem höheren Punkt. Und da er 5 und 6 hatte und seiner auf der 2 liegt, geht das doch gar nicht. Ich kapiere das nicht. Ja, irgendwann kapiere ich vielleicht auch noch die letzten Spielregeln vom Backgammon. Scheiß drauf. Komisches Ding. Manchmal denke ich mir einfach, warum? Warum? Heute ist zum Beispiel dieser Tag. Warum? Schrecklich. So, ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Punkt aufzuhören. Auch trotz des Raiders. Sorry, Reto. Aber es sind jetzt auch schon 2,5 Stunden und einige Spiele und dieses Backgammon hat mich jetzt fertig gemacht. Dieses Backgammon hat mir jetzt den Rest gegeben. Blödes Backgammon. Ach, das mit dem Shoutout funktioniert mal wieder nicht, obwohl ich es jetzt schon 5 Millionen Mal gedrückt habe. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie funktioniert die ganze Scheiße nie. Wo ist denn jetzt hier? Wo ist das denn? Da. So. Das funktioniert ja nicht. Das hier funktioniert. Warum funktionieren denn die Dinger nicht mehr? Es ist alles so merkwürdig. Es funktioniert einfach nichts. Der Shortcut über das Stream Deck funktioniert auch nicht. Es funktioniert einfach gar nichts. Funktioniert das vielleicht? Nein. Funktioniert so vielleicht? Nein. ich bin ratlos. Ach, vielleicht funktioniert es so. Nein.
Ich geb's auf. Ich gebe es einfach auf. Es ist nicht möglich. Es ist nichts mehr möglich. So, auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal spezieller Dank natürlich an Reto und an Kitty und Mike und Chiroxy natürlich für den Follow. Nochmal danke. Und all die anderen, die da waren und gelurkt haben oder fleißig mitgeschrieben haben. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem meiner nächsten Streams oder im anderen YouTube-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht und sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.